Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Goblins 2. So, die Goblins freuen sich schon, dass wir weiterspielen. Und mir ist aufgefallen, dass man auch noch die Feder anklicken kann. Dann tun wir das mal. Wo auch immer er jetzt hinläuft. Okay, versuchen wir das mal mit Fingers. Ich hätte jetzt eher gedacht, so von hier oder so, keine Ahnung, aber okay. Man kann auch über das Schwert hochlaufen. So, Fingers hat uns eine Feder organisiert. Ja, wir haben eine Feder. So, ich hätte gesagt, dass ich eine Idee habe. Und zwar eine nicht ganz so nette. Wir gehen nochmal zum Vorrat bzw. zur Küche. Und schauen wir, dass wir dort Dinge tun. Und zwar hatten wir ja Pfeffer gefunden. Und im Nebenraum sitzt ja der eine Typ, der immer der Bulettenliebhaber ist oder so. Vielleicht können wir mal die Buletten ein bisschen verpfeffern oder so. Salz haben wir keinen, aber mit Pfeffer können wir es mal versuchen. Schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, was wir mit dem Typ im Topf da anfangen sollen. Vielleicht ist das da oben Salz. Ja gut, wenn Fingers ein Problem hat, Winkel hat garantiert kein Problem. Winkel, verpfeffer mal die Buletten bitte. Oh. Ja, Fingers, gleich. So, und jetzt? Oh. Haben wir die Buletten gepfeffert? Stört das irgendjemanden? Sollen wir nochmal ein bisschen nachwürzen? Wieso können wir es tun, wenn es keinen... Oh doch. Wretched, inedible. These meatballs are much too spicy. Wir haben es verwürzt, aber... Was hat uns das gebracht? Er war kurz abgelenkt. Ah, wir können irgendwas mit der Kiste tun. Okay, wir können irgendwas mit der Kiste tun. Was auch immer. Die kann man auf jeden Fall anklicken, wenn er hochgehoben wird. Winkel, verpfeffer mal bitte wieder die Buletten. Und du hältst dich mal bereit, um irgendwas mit der Kiste zu tun. Dum, didum, dida, dida. Komm schon. Ja. Kiste? Hätte ich... Ja, wir hätten auch genug Zeit gehabt, um mit Winkel um die Ecke zu gehen. Okay, Fingers, geh du mal spazieren. Du machst wieder Pfefferdinge. So, und dann gehst du bitte mal runter zur Kiste und dann schauen wir, ob du dort irgendwas machen kannst. Das andere Problem, was wir haben, ist da oben der Vogel. Dann würden wir zu den Heftzwecken kommen. Aber da weiß ich auch noch nicht, was wir tun sollen. Juppie. So. Komm, tadel den Koch. Wir wollen mit unseren Fingern an die Kiste. So. No. Kiste? No. Was sollen wir mit der Kiste tun? Ja, Fingers, ich habe gerade auch keine Idee. Wenn wir den Freund
Erschütterung auf die Buletten machen. Obwohl, das sollen wir eigentlich ja für den König drauf machen. Wir haben noch die Feder bekommen. Wir haben immer noch unseren ollen Hocker. Was machen wir mit dem Typ da im Topf? Der badet dort ja angeblich. Und der Kolibrius ist da auch im Wege. Wir gehen nochmal in den Thronraum zurück, weil dort hatten wir, glaube ich, noch nicht alles angeguckt. So, ich glaube, er ist derjenige, der den Koch dann am Schlawittchen hat. So, und dann hatten wir noch den Schabenfreund. So, wir konnten hier das Auge dort öffnen. Und mir ist hinterher eingefallen, dass wir hier absteigen können, macht sehr wohl Sinn, da wir hier unten jetzt erstmal gar nicht vorbeikommen. Das ging noch nicht, oder? Nee. Will wohl nicht am Ekel Ammoniak vorbei. Die Krone ist wahrscheinlich die von unserem König Dominik nebenan in seiner Rüstung. Die müssen wir auch noch haben. Okay, ich glaube, an der Öffnung hatten wir noch nichts gemacht. Das da sieht aus wie ein Marienkäferspender. Mal so, nachdem wir jetzt wissen, dass wir, dass er Marienkäfer ist. Könnte Marienkäfer sein. So, hatten wir mit, doch, mit der Öffnung hatten wir doch, glaube ich, schon was getan. Da ging doch, glaube ich, hier das Ding da auf, ne? Ah, nee. Ah, nee, da oben ging... Da ging das... Was war das jetzt? Moment, dann machen wir nochmal. Ja gut, es ist sehr sinnvoll, wenn man da die Hand reinstreckt, dass sie dort dann rauskommt. Ja, okay. Dann müssen wir nochmal Stuhldinge tun. Ich will nämlich noch da hinten nach der Öffnung gucken... Also Hocker mit Felsbrüstung, du Hände. Alle hopp. So, und Winkel nehmen wir bitte auch noch mit hoch. Dazu musstest du dich da hinstellen und du musstest, glaube ich, den Knopf da drücken, ne? Tür, 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 Tür. Geht. So, alle oben. So, mit dem Auge wollte ich noch spielen, da hatten wir mit der Zunge was. Aber zuerst gehen wir mal runter zu dem Loch gucken. Oder der Öffnung. Wir müssen zuerst mal explizit durchs Ohr durchsteigen. So, Öffnung. Dann streckt er sein... Also von dort kommt da unten die Hand raus. Von dort kommt da unten der Kopf raus. Okay. Was auch immer uns das bringen soll. Wir wissen, dass es geht. Was passiert, wenn Winkel das tut? Wahrscheinlich dasselbe, ne? Winkel, mach mal Kopf da rein. Aber Winkels... Winkels Kopf kommt oben raus. Okay, das hilft mir jetzt gerade nicht. Dann gehen wir bitte nochmal hoch. Und zwar beide. So, und dann machen wir hier nochmal Spielerei mit dem Ohr. Denn dort geht ja das Auge auf, wenn man hier in der Zunge zieht. Da schauen wir mal noch, ob wir da irgendwie ein Timing hinkriegen, wo irgendwas passiert. So, Fingers, geh mal durchs Ohr und du ziehst mal an der Zunge. Ah! Der hat ihm im Auge gepopelt. Und was ist das? Das sieht nicht nach Marienkäfer aus. Ah, Moment mal, vielleicht muss man jetzt... Da das Ding nehmen, das Käfertier. Kannst du das nehmen? Nee, da muss man bestimmt dann da unten mit der Flosse
Okay, dann war es wahrscheinlich eine Schabe, wenn er es frisst. Wie machen wir das denn so schnell? Weil... Ja gut, der... Also Fingers, wenn der da durchmarschiert, kann der wahrscheinlich hier irgendwo wieder runterspringen. Da die Flosse durchmachen, okay. Dann gehst du nochmal da hoch zur Zunge. Dann popeln... Ja, nee. Das war vom Timing her jetzt nichts. Dann popeln wir dem Riesenviech mal wieder im Auge rum. Zunge? Funst? Fingers, andere Seite. Fingers, nein. Nein, 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 nein. So. Achso, nee. Oh, klicken, oh, klicken, oh, klicken. Gib Gas, mein Junge. Geh. Irgendwie ging. Bist du da runtergegangen? Ah, nur wo? Ah, da geht er runter. Dann mach da die Flosse rein, Genosse. Ah. Okay, weil wenn Winkel dort, also hier seinen Kopf reinstreckt, ist er abgelenkt, weil er Winkel an der Nase zieht. Und derzeit könnte Fingers dann seine Finger daran machen. Ja, okay. Nee, du, dich müssen wir uns erstmal wieder hochbekommen. Winkel. Wow, das wird jetzt Timing des Todes. Aber kriegen wir hin. So, kannst du das Knöpfchen da drücken? Und du Tür. Danke. So, alle wieder oben. Konzentration. So. Achso, wir müssen ja aufs Ohr klicken. Du steigst auch mal bitte einmal durchs Ohr. So. Ja, das war jetzt ein bisschen früh, aber das ist egal. Also, Ohr, Zunge. Dann springt er irgendwie da hinten runter. Und du gehst da runter und machst da Dinge. Okay, das geht garantiert schief. Deswegen speichern wir mal kurz ab. Dann sind wir immer gleich wieder in Ausgangsposition. Einen Plan haben wir. Und der klingt sogar verdammt gut. So, Fingers Ohr, du Zunge. Zunge, Zunge. Nein, jetzt war es zu spät. Das war zu spät. So, die Zunge ist da, auch wenn sie da ist. Okay. Ohr, Winkel, Zunge. So, und dann kannst du bitte gleich du Ohr, du hier runter zur Öffnung, du da runter. Dahin bist du irgendwo runtergesprungen. So, jetzt Timing, zack. Du zuerst einen Kopf. Öffnung, ablenken. Das hat jetzt so nicht funktioniert. Öffnung. Nein, nicht du. Wow. Okay. Wir probieren nochmal kurz das Timing. Du Öffnung, du Loch. Loch. Ja, ja, wir üben nur. So, Öffnung. Loch. Nee, irgendwie dauert das nicht lang genug. Öffnung, Loch. Wieso geht das jetzt nicht parallel? Ich drück halt erst hinterher die Hand durch. Nein, nicht du. Mann.
So, du, ich habe dich jetzt 100-mal geklickt, Öffnung. Du, Loch. Ja, er braucht Jahrzehnte, bis er da... Vielleicht muss ich ihn zuerst triggern. So, du Loch. Nee, jetzt hat er es direkt gemacht. Und ich habe jetzt hier... Ja. Die machen das nicht zusammen. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Bin jetzt ein bisschen lost, weil das klang eigentlich verdammt gut. Juppie. Klar, natürlich ist jetzt das Schabentier da unten nicht mehr da, aber daran soll es jetzt erstmal nicht scheitern. Wir versuchen doch mal den Freund-Trunk für den Bulettenfreund. Auch den auf die Buletten zu packen. So, du hattest ja keine Skrupel, das Essen zu versauen. Yuppie! No! It will spill and he'll throw it away! Was? Nein, Vorsicht, das läuft über und dann schmeißt er das Ganze weg. Was läuft über? Hä? Okay, dann versuchen wir mit dem Typ im Kessel mal alles, was wir machen können. Und mit dem Kolibrius alles, was wir machen können. So alles, was wir an Zeugs haben, weil momentan ist der Verzweiflungsgrad etwas höher. Ja, in den Töpfen war ja nur irgendwas Essbares drin. Achso, dann müssen wir uns erstmal da hoch, weil nur von oben kommt man ja den Deckel bedienen. So, mach mal den Hocker mit Deckel. Okay, den Freundtrunk mit Deckel. Den Pfeffer mit Deckel. Ich glaube, das hat nichts gebracht. Den Handschuh mit dem Deckel. Macht er nur den Winkelmann, die Feder mit dem Deckel? Okay, Winkel, dann bist du zuerst mal raus. Dann machen wir das Ganze nochmal mit Fingers. Und dann müssen wir nochmal nach dem Vogel gucken. Dafür kann Fingers schon mal da hinten hingehen. So, du, mein Junge, machst mal Hogger mit Deckel. Fein gemacht. Freundtrunk mit Deckel. Auch nicht. Pfeffer. Mhm. Handschuh. Macht auch nur Winke, Winke und Feder. Dann geh du mal da runter, dann bringen wir dich zuerst mal hoch zum Vogel. Weil mit den Reißzwecken, da könnte ich mir was Fieses vorstellen, wenn sein Hintern von der Kiste oben ist. Und wir können ja mit der Kiste selbst nichts machen. Aber vielleicht kann man da so eine Reißzwecke drauf tun. Ja, okay. Können wir jetzt noch nicht. So, du Flosse an den Strick und du... Flosse, Strick. Flosse, Strick. Kacke, zu langsam. Strick. Strick. So ein Strick zu klicken ist verdammt schwer. Hust. Okay, Dinges? Winkel? So, der Strick ist da hinten, auch wenn er eigentlich da ist. So, der Strick ist da, der Strick ist da. Okay, so, Fingers oben. Fingers, mein Guter. Benutz mal den Hocker mit Kolibrius. Weil der Typ muss da weg. Dann können wir hoffentlich zu den Reißzwecken. Pfeffer.
Nee, das ist nur, Pfeffer ist nur die Standardanimation. Handschuh? Noch nicht. Feder? Auch nicht. Dann hätten wir jetzt in der Küche alles durch. Wenn die Heftzwecken, da würde ich gerne hin. Na gut, dann machen wir nochmal Szenenwechsel. Nochmal zur Rüstung. Hatten wir den Topf da schon mal angeklickt? Es müsste eigentlich ein Farbtopf sein. So, er ist ja derjenige, der den König schrumpfen musste gegen seinen Willen. Das ist wahrscheinlich seine Schrumpfmaschine. Da kamen wir da hoch. Können wir mit der Rüstung irgendwas tun? Tok, tok. So, und der kleine König will ja einfach seine Krone haben, aber daran arbeiten wir noch. Habe ich irgendwas, was man benutzen kann, irgendwo übersehen? Genauso wie man ja die Feder erst später aufgefallen war, die man jetzt nicht mehr klicken kann. Aber die haben wir ja auch schon. So, den Gelehrten hatten wir. Wir können dann doch mal noch mit der Maschine experimentieren. Kommt ihr mal bitte da runter? So, gehen wir da hoch. Und hier hat er so einen Strahl nach unten gemacht. Und das müsste eine Verkleinerungsmaschine sein. Dann darf Winkel das mal auf Fingers machen. Es hat nicht funktioniert. Dann machen wir das mal umgekehrt. Oder kann man auch da oben auf dem Ding da stehen? Ah, da kann man auch stehen, okay. Dann nochmal. Sorry, Winkel. Entschuldigung. Vielleicht ist das dann noch keine Verkleinerungsmaschine, sondern eine Zerlegungsmaschine. Fingers fand es nicht lustig. Na gut, dann haben wir da mal noch ein bisschen dran rumgespielt. Also wie gesagt, das in dem Thronraum lässt mir keine Ruhe. Also irgendwie muss man timingmäßig an diese Schabe da rankommen. Ich weiß zwar noch nicht, was uns das bringt, aber das wäre was, was wir tun könnten. Hatten wir schon mal den Narrenprinz angeklickt? Nee, ne? Ja. Da kommen wir natürlich jetzt nicht hin. Winkel sagt auch nein. Schabenfreund? Geht nicht. Finger, Schabenfreund? Geht auch nicht. Keine Ahnung. Ich schicke euch mal in die Pause und ich werde hier mal noch ein bisschen rumexperimentieren. Vor allen Dingen hier an dieser Timing-Sache. Also das sieht so aus, als müsste das und könnte das so zu funktionieren. Aber genau das weiß man nicht. Also bitte Daumen drücken und bis gleich.